So, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück zu Let's Play World of Warcraft Wrath of the Lich King Folge 371. Wir haben uns gerade alle unsere Zutaten für die nächste Quest besorgt, begeben uns jetzt nach Ogrimmar, um davon ein paar Sachen ins Auktionshäuschen zu stellen, oder machen wir es anders? Ne, wir machen es genauso. Wir gehen nach Ogrimmar. Ne, wir machen es doch anders. Ja, oder? Nein, das sind die Gebühren geringer. Ich habe mir überlegt, ob wir über die Höhlen der Zeit nach Gadget gehen und uns dann ins neutrale Auktionshaus reinschließen. Die sind ja alle untereinander verbunden. Aber da sind die Gebühren höher als in Ogrimmar. Ist zwar nicht so viel, aber man möchte ja schon sparen. Wir sparen es uns sozusagen. So. Nein, es ist nicht. Der Schurke muss genauso ausweichen, du Dödel. So. Wir behalten übrigens zwei zurück. Für Argyle ja auch noch was. Das war so klar. Haha, das war so klar, dass die Geier schon da sind. Okay. Okay. Sind wir bei 1,89. Okay. Kann sich für uns immer noch lohnen. 18 haben wir gesagt. Machen wir jetzt 1,49 und 1,89. So. Ja, zweimal übrig gelassen. Was haben wir hier? Am Anfang natürlich wieder die extremen Geier. Dann wird es immer günstiger und immer günstiger. Und immer günstiger. Gut, machen wir exakter Mundo. Er ist genauso wie eben. So. Da können wir gut nochmal 100 Gold dabei rumholen. Insgesamt. So, da ist also wieder die Geier. Günstiger und immer günstiger und noch günstiger und noch günstiger. Eins, Maximum 18. So, einstellen. Und jetzt noch das Mineralwasser. Okay, also manche im echten Schuss nicht gehört, oder? Okay, 9, 4 ist bis jetzt das günstigste. Wieder einer, der ist total unter Ding verkauft. Und da ist natürlich an das ganz extrem. Okay, machen wir's. Ich habe am Anfang gehofft, aber 38 Stück. So. Sollte eigentlich weggehen, das Zeug. Jetzt habe ich einmal für mich und einmal für Argyle. Noch was über. Der muss ich den Gefechtstrank dann natürlich auch noch separat besorgen. So. Da habe ich schon einige Auktionen noch erfolgreich drin. Die kommen dann auch irgendwann noch an. So, dann halbieren wir die Dinger mal. Zack, 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 zack. Argyle, nein, nicht alt irgendwas. Argyle. Sehr schön.
Jetzt mal noch die zwei Rezepte, die wir uns geholt haben, auch noch versuchen zu veräußern. Wenn wir schon mal da sind. Ja, 9 und 11. Wie gesagt, man soll nie die Faulheit der Leute unterschätzen. Die geben oftmals lieber richtig viel Kohle aus, als dass sie sich die Sachen selbst... Oh, seelengebunden. Okay, haben wir einen Fehler gemacht. Haben wir einen Fehler gemacht? Passiert, habe ich nicht gesehen. Habe ich nicht gesehen. Egal. Seid gegrüßt. Ja, will sie nicht, dann machen wir es kaputt. Wir sind ja keine Alchemisten. So, gut, dann wollen wir jetzt mit dem Greif wieder nach Gadget runterfliegen. Die B-Probe quasi abliefern. Und schauen, was sich uns danach offenbart. Wir werden hier natürlich wieder eine Pause machen, denn ihr werdet es gleich sehen. Nach Gadget fliegen wir insgesamt 5 Minuten und 45 Sekunden. Alles klar, bis später dann. So, und weiter geht's im Text. Wir sind in Gadget dann angekommen. Und ab zur Piste. Ich muss laufend aufpassen, dass ich nicht zum Falschen renne. Wie gesagt, ich habe mir einen Alli getwinkt noch. Und ich bin 3 oder 4 Mal mit dem Alli, als ich von Tanaris wegfliegen wollte, zum Horde-Greifenreitmeister und habe dem voll einen reingesemmelt. Und er hat mich natürlich umgebracht. Und das habe ich jetzt so oft gemacht, bis ich dann gelernt habe, auf die andere Seite zum Alli zu gehen, dass ich jetzt immer aufpassen muss, dass ich, wenn ich wieder Horde spiele, nicht zum Allianzlerin renne und dem meine verpasst. Gut, auf Level 80 wäre das jetzt nicht das Problem, außer dass PvP gefleckt ist, aber ist trotzdem blöd. Nun gut, wir dürfen gespannt sein, was jetzt dabei rumkommt. Hurets. Mungo. Mungo war früher eine sehr, sehr geile Verzauberung. 120 Wirklichkeit. Die Chance ist auch nicht schlecht. Ne? Aber Berserker ist halt viel, viel besser. Aber auch viel, viel teurer. Aha, wird da schon wieder gefightet oder was? Will mich verarschen. Okay. La 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 la. Wir gehen zur Frau. Unsere Feinde werden fallen. So, wir haben das ganze Zeug, was du wolltest. Hui, und nochmal 2 Embleme des Frosts. Sprecht mit Pierre oder Hubert. Aha. Wir haben jetzt sehr, sehr viele Frostsachen schon, ne? Hier, Frostmarken. 43 Stück. Ja, Lego Mio Senorina. Geil, geil, geil. Frostmarken, 43 Stück. So. Das ist grüne Limonade und zu ihm sagen wir auch, dass, ja, wir bleiben bei ihr. Mal deinen fetten Arsch darunter. Das ist grüne Limonade. Diese grüne Flüssigkeit hier soll wirklich Limonade sein. Klar, zur Erfrischung vor dem Lauf. Teilnahme ist alles, nicht der Sieg. Das Wesentliche ist, nicht gesiegt zu haben, sondern sich wacker geschlagen zu haben. Jedenfalls dieses Mal. Das merken die nie. Zur Erfrischung vor dem Lauf? Ach, egal. Ich sag mal, es spiegelt das Olympische Komitee relativ getreu nach. What? Spende 200 Gold und ich krieg eine neue Marke? Hallo? In meinem Kaffee sei ein unerlaubtes Aufputschmittel. Ach, die meinen, Kaffee sei ein unerlaubtes Aufputschmittel. Ihr könntet zwar eine Beschwerde dagegen einreichen, aber das würde dauern. Gegen eine kleine private Spende von 200 Gold werden sie euch den Kaffee allerdings als normales Nahrungsmittel, sicher als normales Nahrungsmittel einstufen. Solltet ihr nicht spenden, dürft ihr nicht mehr antreten. Wollt ihr das wirklich riskieren? Kann ich auch bei ihm spenden? Strafe muss sein. Die Frage ist, hätte man gewinnen können, ohne das zu machen? Ich glaube nicht, weil ansonsten würde man die Frostsachen nicht bekommen. Das wäre doof. Okay, 200 Gold. Oh mein Gott, ihr wollt mich im Ernst und 200 Gold jetzt... Boah. Boah. Wird ein paar Tage dauern bis zum nächsten Weg. Okay, also bis dahin geht's. Und dann kommt die nächste Questreihe in den nächsten Tagen. Ja, super. Aber jetzt haben wir 2 Marken. Vielleicht bekommen wir dann doppelt so viele tolle Sachen dafür. Oh mein Gott. 200 Gold. Ihr seid ja wahnsinnig. Deswegen wollte der eine auch 150 Gold geliehen haben.
Meine Fräse. So, was haben wir denn jetzt noch offen? Wir sind erst seit 10 Minuten jetzt hier so da. Also, wir müssen natürlich noch die Daily machen, wegen den Frostmarken. Und wir müssen noch die Weekly machen. Wenn wir die Daily und die Weekly gemacht haben, haben wir 50 Frostmarken zusammen. Halleluja. Und wie sieht es mit den Triumphmarken aus? Fehlen uns noch 11 bis zum Kopf. Ah, na gut. Kann ich mit leben. Wie sieht es jetzt hier aus? Ja, okay. Wann ist das nächste Mal 1000 Winter? Wollen wir auch gleich gucken hier. In 14 Minuten! Sorry. Dann nicht. Dann nicht! Denn in 14 Minuten ist 1000 Winter. Und 12 Minuten brauchst du noch, bis der Ruhestein verfügbar ist. Ja, supi! Was machen wir denn dann jetzt so lange? Tja. Das ist eine gute Frage. Wir können uns mal ein bisschen im Auktionsgehäuse umgucken, was gerade die Relikte von Uldor kosten, wobei die normalerweise richtig, richtig teuer sind. Vollkommen unverhältnismäßig teuer. Und wir können mal gucken, was Tiefenkristalle im Moment kosten, wobei die noch teurer sind. Informieren wir uns mal ein wenig. So, grüß Gottle. Servus, sind hier auch meine Auktionen drin? Jawohl. Was, gnädige Frau, kostet denn ein Relikt von Uldur? Naja, ja, 200 Stück für 5000 Gold. Naja, nee, ist klar. Und 62 für 1,5. Weil du gibst 10 ab für 350 oder 500 Ruf. Von daher, nee, es ist alles zu teuer. Viel zu teuer. Die Tiefenkristalle. Ja, 25. $19,80, okay, also knapp 20 Gold. Tiefer kommen wir nicht. 20 für 500, das heißt 10 für 250, das heißt 1 für 25. Nee, da tun wir lieber die Non-Hero-Seelenschmiede-Grube von Saron und Halle der Reflexion machen und davon in entzauberten Sachen leben. Nun gut, ich will es jetzt aber auch nicht künstlich hier in die Länge treiben. Deswegen machen wir eben nochmal eine Pause in der Folge, bis die 10 Minuten rum sind. Dann gehen wir nochmal zusammen nach 1000 Winter, probieren nebenbei die restlichen PvP-Quests zu erledigen. Hier die beiden, die drei sogar. Mir hat schon wieder irgendeine blöde Schnake in die Fußsohle gestochen. Ey. Was für ein Scheiß. Dreckschnaken, elendige. Na gut. Gut, 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 gut. Dann bis nachher. So, ihr werdet zeugen, wie der Ruhestand ausläuft. Perfekt. Und ich esse schon wieder einen Joghurt. Ja, Wahnsinn. Ich werde noch ganz dick werden von dem ganzen Joghurt. Na gut, von zwei Joghurts eher weniger. Oh, ja, na dann, ab nach 1000 Winter, die Rinder, die Kinder der Wahn. Vor dir sind die, du Dödel, du stehst direkt vor ihnen. Das ist mein Highlight heute. Absolutamente. Oh Mann. Steht vor ihnen, wo ist denn der? Oh mein Gott. So, Turm zerstören müssen wir noch machen. Ja, das kommt drauf an, wie lange du spielst, ob du questest, ob du Instanzen machst. Na? What the fuck? Eine ganz lustige neue Serie habe ich bei Netflix entdeckt. Ein Zombie heißt die.
bin ich gerade dabei, den Pilot zu verkonsumieren. Bis jetzt ganz amüsant. Mal sehen, was die nächsten Folgen so bringen. Ist noch ein bisschen zu früh, um sich eine umfassende Meinung zu bilden. Aber was ich bis jetzt so gesehen habe, die ersten 20 Minuten, war ganz okay. Mhm. Netflix wächst ja immer weiter. Und so langsam finde ich das Serienangebot ganz angenehm. Ich gönne mir das alle paar Monate mal, so einen Monat Netflix. Wenn wieder einiges dazugekommen ist. Weil ich finde das gut. Ja. Für ungefähr 10 Euro legal Fernsehserien und Filme und so verkonsumieren, ist eine feine Sache. Das ist das Optimum. Ja. Es könnte auch 15 Euro kosten, ja, wenn sie die Auswahl nochmal ordentlich anheben würden. Das wäre dann auch nicht der Punkt. Ich glaube, man erhöht sein Dingens durch das Killen von Gegnern. Dass man dann irgendwann die Dinge einnehmen kann, also hier machen kann. Hier werden es schon als unser Ding angezeigt, komischerweise. Schön alles erobern. So. Jetzt kriegen wir schon irgendwas. Kriegen wir irgendwelche Fahrzeuge schon? Nix. Ich weiß nämlich nicht mehr genau, wie man zum Offizier wird, ganz ehrlich. Ich weiß es nicht mehr. Ich werde mal da ein bisschen dagegen rumreiten, mal schauen, was wir noch so erobern können. Und ob wir irgendwelche Allianz-Leute finden, die wir zerschnetzeln können. Also jetzt nicht hier Allianzler, sondern Allianz-NPCs. Als Gift nehmen wir uns jetzt mal das Wundgift mit drauf. Und das tödliche Gift. Na, Wundgift reduziert die Heilfähigkeit auf 50%. Im PvP, im PvP kann man es eigentlich sogar nochmal anders machen. Habe ich das mit dabei, ja. Gedankenbenebeltes Gift. Weil dann heilen sie weniger und sie heilen langsamer. Das ist eine sehr gute Sache. Siehst du mal, das ist. Nee, das ist unseres. Da ist kein Allianzler. Kein Allianz da, okay. Ja, das ist eine gute Frage. Wer kann Maschinen holen? Da müssen wir wohl warten. Bis Leute da sind, die Maschinen holen können. Was müssen wir denn machen? Verteidigen können wir sie gerade. Na gut, wann ist eine Maschine verteidigt? Ah. Drei Gebäude, okay. Dann siegen und einstürzende Turmbauten, das können wir auch so machen. Ich glaube, es hatte schon wirklich schon gereicht, wenn man NPCs gekillt hat. Wir probieren das mal. Reinkommen wir im Moment sowieso noch nicht. Die Brücken. Das ist eine ganz pelzige Zunge von dem Joghurt. Brücken müssten eigentlich bewacht sein. Oh. Ah, du blöder Wichser. Ich wollte dich leben lassen. Hast du dir selber zuzuschreiben? Ach, du blöder Fickfrosch, du blöder, ey. Ich hoffe, du stirbst. So.
Stück Scheiße. Entschuldigung. Aber im PvP neige ich zu einer gewissen Emotionalität. Natürlich meinte ich nicht ihn persönlich, sondern seinen Charakter. Ja, müssen wir nicht drüber reden. Jetzt trinke ich mal kurz ein bisschen was von meiner Apfelsaftschorle in Verbindung mit Joghurt. Ah, da darf ich zwar nachher wieder rennen, aber ich bin zumindest das blöde Mundgefühl los, einigermaßen. Beides ineinander. Sind die schon im Angreifen? Ja, die haben ja schon Fahrzeuge. Ich check's nicht, ich check's echt nicht. Naja, vielleicht kann mir irgendjemand noch mal erklären, wie man genau Offizier wird, beziehungsweise befähigt wird, eben Maschinen zu führen. Ich check's nämlich nicht. Ich wusste es mal, aber... Ja, in 6 Jahren 1000 Winterabstinenz verlernt man so einiges. Servus, Grüezi und Hallo, Federalala. Ich habe natürlich auch nichts, was mich jetzt irgendwie daran hindern würde. Ja, ihr seht ja, wir sind kein Stück belastbar. Langsam glaube ich, dass wir auch das nicht gewinnen werden. Katapulte bringen immerhin mehr, als wenn man gar nichts macht. Und schwubbli wubbli 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 wubbli. So, aha. Und dann, gib ihm Saures. Aha, weg damit. Wie kontrolliert von der Hand? So, 1000 Winter insgesamt. Gut, es bringt auch ein großer bringt was, jawohl. So, sind wir als Beifahrer unterwegs. Passt. Das passt. Wenn wir schon keine selber holen können. Sehr schön. Das sind ein Haufen Fahrzeuge. 12 Fahrzeuge. Das könnte gelingen. Hildegard von Bingen. Ist ein Gegner? Wir werden sehen. Hier kommt die Kräuterpolizei. 2, 3, 4, Husten und Schnupfen sind im Nu vorbei. Ich will einen Turm kaputt machen. Den da drüben. Auch wenn ich ihn noch nicht sehen kann, ist mir scheißegal. Denn ich bin die Pippi Langstrumpf oder Jula oder Psasa. Ich bin die Pippi Langstrumpf und mach, was mir gefällt. Haha, die Hälfte ist schon mal weg. Können Sie mich da nicht mehr runterfeuern? 2x3x4 und die Werbe zu erlernen. Wow, schon zerstört oder was hier? Der ist nicht mehr frei. So scheiße, dass er nicht mehr frei ist. Da müssen wir jetzt die Leute ein bisschen. Hau mal hier Dingens raus. Komm. Dolchgedönse. Sie machen unsere Maschinen kaputt. Und zurück zum. Zurück auf Anfang. Wir haben die erste Mauer auf jeden Fall schon mal durchbrochen und die Hälfte vom Dingens reingehauen. Das ist sehr nice.
Da fährt schon wieder jemand. Ihr müsst im Pulk kommen, Freunde der Nacht. Nicht alleine. Und die Dinger ein bisschen supporten. Ein bisschen supporten wäre nett. Der ist auch schon vergeben. Dann steigen wir doch in den hier ein. So. Haha. Nice one. So, gleich mal gucken, was fehlt uns denn noch? Was können wir im Anschluss machen? AK-10. Ein Class Run. Im Idealfall alle Dingens. Ist eigentlich jemand von der Gilde online? Nee, bin ich immer noch der Einzige. Du kleiner Scheißbär. Wenn du glaubst, dass du unseren Panzer hier zerstörst, hast du dich getäuscht, mein Freund. Das lasse ich nicht zu. Das lasse ich nicht zu. Wie sieht es mit unseren Türmen aus? Alle noch da? Sehr schön. Dann wollen wir mal hier ein bisschen was auftürmen. So, komm, auch wenn ich die noch nicht sehe. Ich weiß, dass du da bist. Jetzt sehe ich dich. So, mach dich voll platt. Da unten ist jemand Lebensbalken. Der ist gleich weg. Der ist gleich weg, der Turm. Gleich ist er weg. Gleich ist er weg. Gleich ist er weg. Jo, jetzt ist er weg. Hat er gezählt jetzt? Ich habe keine Ahnung. Ist auch wurscht. Sollte aber eigentlich, oder? Warum? Ach, im Süden. Nein, im Süden. Das ist dann beim Angriff so. Ja komm, fahr durch, du Hommel. Fahr doch durch, du Depp. Hallo, fahr doch durch. Fährst du mal? Alter, fahr da durch, du Kasper. Nicht normal, du. Echt nicht normal, dass da so geht. Yo, nice one. Wir haben gewonnen, Pokémon Meister. Leider haben wir die Dinger nicht verteidigen können. Scheiß drauf. Raus damit. Sei sicher. So, mal gleich mal gucken hier. Bei 25 gesucht wird alles. AK 25 gesucht wird alles. Clear Run. Lag. Biete Verzauberungskunst. Nein, 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 nein. Wie viel Dingens haben wir denn jetzt eigentlich? Wie viel oh, ich habe den Timer gar nicht gestartet. Oh mein Gott. Dann sind wir aber jetzt auf jeden Fall schon am Ende. Gut, dann machen wir AK-10 in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen, wünsche euch immer einen schönen Morgen, Mittag oder Abend, je nachdem, wenn ihr zugeschaut habt. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao, ciao.